War das jetzt Glück, dass er an einen anderen Spind geht, oder kommt er jetzt gleich hier rein? Der ein anderer Geist. Okay, da ist er wieder weg. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir die Viecher mit Geräuschen anlocken können. Also ich kann mir schon denken, dass sie uns nicht hören sollten. Das heißt, ich werde hier auch mal ein bisschen rumschleichen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so... Ob das so arg ist wie in Amnesia. Da muss man ja echt aufpassen, ob man Geräusche macht. Ich hoffe, ich denke mal... Der wird uns hier nicht entdecken, aber wie... Wie kommen wir denn an dem vorbei? Okay. Da ist er wieder weg. Ist ganz nett, oben links... Steht... 9 Minuten, also keine Ahnung. Läuft die seit 10 Minuten erst? Ich habe keine Ahnung. 38. Okay. Ah, ich glaube, der Counter oben links springt nur an, wenn man die Kamera auch aktiviert hat. Das könnte gut sein. Ist er jetzt da lang, oder? Ah ne, von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Oder nicht? Ah, es ist... Ah, das ist eine andere Tür hier rein einfach. Ach so. Na geil, die Batterie ist schon wieder fast leer. Was? Nein! 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 Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Oh Gott. Alter Schwede. Oh. Leck mich am Arsch. Nein, 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 nein. Rein. Oh. Okay. Ich glaube, das ist auch der nächste. Ja. Die Violine geht weiter. So eine Violine, oder? Hört sich so ähnlich an. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt erstmal alle ruhig bleiben. Alle ruhig bleiben, Leute. Ich bin bei euch. Ich habe keine Angst. Nee. Okay. So, ich mach das mal aus. Der ist hier drin. Jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht genau unseren Schrank aufmacht. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Der ist doch hier drin, oder? Ich warte noch einen Moment, Leute. Tut mir leid, falls ich jetzt hier die halbe Folge wieder im Schrank verbringe. Wäre ja nichts Neues. Aber sicher, sicher. Ich guck hier mal. Das leuchtet so verdächtig rot. Da ist so bestimmt ein Knöpfchen, ne? Das wäre sehr gut. Dann müssen wir, glaube ich, wieder nach oben und uns die Dokumente holen. Ist der jetzt weg? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach nee, ey. Das ist ja wie ein Amnesia hier. Da kannst du ja nur Rätsel raten, ob der Typ weg ist oder nicht. Ich liebe es. Ja, ich gucke mir das mal von den Namen an, die Texturen. Aha, ja. Ist echt wunderschön. Komm. Wow. Sehe ich ja richtig viel. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Leg dich! Heilige Macaroni! Was? Okay. Okay, Leute, ich glaube, das war's jetzt. Nein, rein da! Ich glaube, er hat uns. Ja, er hat uns. Hallo? Na? Haben wir noch Batterien? Wir haben noch Batterien. Okay. Ich renne hier mal rum. Ist kein Problem. Das ist doch hier alles
Hi? Die sind doch alle an. Oder? Schalte. Nein. Wir müssen, glaube ich, noch irgendwas machen. Ach, du heilige Macaroni, ey. Bei dich! Wow. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Wir haben nicht mehr viel Leben. Ich dachte, wir hätten schon beide. Dachte ich echt. Okay. Wir leben. Wir leben. Das ist die Hauptsache. Ach, du heilige Scheiße, ey. Wie viel Batterie haben wir noch? Na, geht noch. So, ist immer noch der Notstrom an. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er die Finger von uns gelassen hat. Also, dass er unsere Fährte verloren hat. Wie so ein Hund. Ist auch schön. Okay. Ich weiß ja nicht. Kann man das Spiel eigentlich auch normal speichern oder geht das nur automatisch? Entschuldige mich. Ah, speichern und beenden. Das ist schön. Das ist ja genau wie in Amnesia. Voll geklaut. Nein, ach was. Natürlich nicht. Das ist hier natürlich wieder eine eigene Sache für sich. Versteht sich. Das frage ich mich gerade. Ey, was müssen wir denn hier noch machen? Ich will das jetzt irgendwie hinkriegen. Wer hat das gedacht? Also anscheinend fehlt ja noch irgendwas. Ach, da ist er ja. Der ist ja putzig. Also eigentlich nicht. Der knüppelt da irgendwie 10-mal auf uns ein. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön von dem. Ich weiß nicht, warum man das immer auf die gewalttätige Tour machen muss. So, dann gucken wir mal. Ach ja, da. Hainbreaker. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter. Ach ja, den Hauptschalter. Ich dachte, das... Also... Ich dachte, wir müssen das da betätigen. Wo ist der Hauptschalter? Hallo, Herr Leiche. Das Problem ist, dass der hier seine... Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Wenn er jetzt herkommt, dann kann ich einfach... Nein! Na, tolle Scheiße. Okay. Ich glaube aber, hierher kommt er einfach gar nicht. Storage Room, Electric Room, Machine Room. Das heißt, wir müssen noch den Hauptschalter betätigen. Und dann kommen wir hier letztendlich weiter. Boah, also... Es geht hier schon zur Sache, Leute. So, ich weiß es auch gar nicht mehr, wie lange ich aufnehmen will. Ich kann eigentlich auch... Wie gesagt, ich kann ja hier einfach zwischendurch speichern. Finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Okay. Ich denke, der hängt auch nur hier unten rum. Hab ich ihn da eben gesehen? Nee, okay. Fühl mich sicherer mit dem Licht an. Okay, der läuft hier gerade irgendwo rum. Alter, die Musik. So eine Tuba zwischendrin einfach. Und damit meine ich das Musikinstrument. Es ist gerade ganz ruhig. Nicht wundern, Leute. Ich lausche immer, deswegen sage ich manchmal nichts. Weil ich wissen will, wo der Schweinehund ist. Batterien sehen nicht sehr gut aus. Psst, psst, psst. Haben wir noch Batterien? Hä? Wie viele Batterien habe ich denn noch? Ich dachte, ich habe gar keine mehr. Ach, das sind die Batterien. 2 von 10 wahrscheinlich oben rechts.
Links, rechts. Aha. Da habe ich ja was Tolles zu berichten, wenn ich nächstes Mal erzähle, wo ich im Urlaub war. Ja, ich war in der Irrenanstalt, habe ein paar schöne Aufnahmen gemacht von sterbenden Menschen. Und von irgendeinem Mutantenwesen. Kann der mal hier auftauchen? Ich will da jetzt nicht rumlaufen, sonst kommt er doch... Da ist er. Da ist er. Ach Mann, jetzt kommt er wieder hierher. Arschloch. Schweinepriester. Ach Mann. Was? Nein! Alter Schwede. Genau. Bleib mal locker. Okay. Schickes Wasser. Ich warte mal, bis sich der Typ beruhigt hat. Bin ich hier zufällig? Nee. Lass das mal auf Nachtsicht. Ich denke mal, der Typ hat sich abgeregt. Also, hier kommt er auf jeden Fall nicht. Hier überall Fässer rumstehen. Okay. Die Musik hat sich beruhigt. Das heißt, wir gehen weiter. Ich müsste jetzt echt mal langsam die Aufnahme beenden, weil ich noch einen anderen Termin habe. Tja. Ist aber schon gut eine Stunde dabei. Ist gar nicht schlimm. Ah, er ist weggegangen. Ich dachte, der wäre schon wieder hier. Kann der sich nicht einfach in den Raum da hinten links verpissen? Dann kann ich mich da umsehen und kann mein Zeug machen. Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen. Weiteren Liedtext kenne ich nicht. Weiterer Liedtext folgt. Aha. Aha. Aha, ja, ich kann hier echt weit sehen. Aber ist natürlich auch realistisch gemacht, ne? Weil ich sehe hier mit der Nachtsicht natürlich ein bisschen besser, aber nicht alles. Das ist ja schon irgendwie verständlich. Boah, heilige, ey. Aber gefällt mir doch schon echt gut. Muss ich sagen, also das ist schon alles hier echt ganz cool. Okay, es ist da irgendwo... Muss ich aufpassen, das höre ich ihn schon wieder. Da ist er, da ist er. Ja, er geht weg, er geht weg. Ja, 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 ja. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sehr man da aufpassen muss, weil man... Mit den Geräuschen, also ich weiß jetzt nicht, ob der... Sag mal, kann ich da... Oh, ich kann da rüber. Sehr gut. Das ist doch an. Was soll ich denn noch machen? Bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen, was das angeht. Ja, ich bin gerade ruhig, weil der da ist. Hallo. Na, mein Süßer. Ich renn mal kurz weg. Boah, Mann, ey. Okay. Wir haben uns mal wieder aus dem Staub gemacht. Und ja, Leute, ich würde ehrlich gesagt jetzt echt gerne noch weiterspielen. Aber ich muss jetzt echt eine Aufnahme... Das heißt, eine Aufnahmepäuschen. Ich muss zu einer anderen Aufnahme. Und dann gucken wir nächstes Mal, wie wir den Generator wieder zum Laufen kriegen. Ich hoffe, euch hat die erste Aufnahme von Let's Play Outlast gefallen. Also, wie gesagt, ist jetzt noch die erste Aufnahme. Hab jetzt eine Stunde aufgenommen. Ist doch schon echt cool. Also ich... Ne, das war ja... Ja, gehypt, ich weiß nicht, aber war ja 2013 aller Munde als Horror-Game, weil es ja auch eine etwas größere Produktion ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nicht, dass ich da zu sehr Falsches erzähle, aber, ne, ist ja schon ein versiertes Team dahinter. Und ja, wie gesagt, also der erste Eindruck finde ich echt super und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bei Let's Play Outlast. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches... Tschüssi.